So da, was geht Leute? Jetzt willkommen zu einem Chaos-Modus-Gameplay auf Dome, weil es ist sicher gewünscht worden, dass ich mal wieder ein bisschen Chaos hochlade. Deswegen, here we go, habe heute zwei Runden gespielt, das war auf jeden Fall mal die bessere. Ich werde euch den Endscore noch nicht verraten, aber mein voriger Highscore war 6 Millionen und aus irgendeinem Grund habe ich den hier überboten. Ich habe nicht wirklich viel Chaos-Modus gespielt und es war auch nicht wirklich, sagen wir mal, ja, ich meine, ihr wisst ja, wie ich das aufnehmen muss, wenn ich live aufnehme, dann läuft das alles über den Computerbildschirm und ist ein Stück schwerer, aber ich würde sagen, das war eine ganz ordentliche Runde. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich habe das vorher mindestens 30 Mal heute Vormittag bzw. Nachmittag probiert aufzunehmen. Ich habe es einfach nicht auf die Reihe gebracht, bin dann schon komplett frustriert worden. Deswegen mache ich jetzt einen neuen Start hier um. Ach du Scheiße, 8:30, ja egal, dann ist es halt spät um. Mir ist das ziemlich scheißegal. Und übrigens, wir haben jetzt die 200 Abonnenten erreicht. Bin ziemlich stolz drauf, bin aber eigentlich nicht der Typ, der sich jetzt so den Hans abfreut, aber. So ist es schon mal eine ganz ordentliche Zahl, ist schon mal ein guter Anfang und ich war ganz im Ernst, ich war zurzeit viel zu faul, dass ich irgendein Video mache. Es wäre eine komplette Lüge, wenn ich sagen würde, dass ich keine Zeit gehabt hätte oder irgendwas, ich habe einfach keinen Bock gehabt. Ganz ehrlich. Und jetzt, ja, es ist wirklich komisch. Irgendwie möchte ich YouTube-Videos machen, aber ab und zu frustriert es so die Scheiße aus mir raus. Wirklich, das ist ab und zu echt so dermaßen anstrengend, wenn man da hier wirklich das 20, 30 Mal aufnehmen muss. Aber was soll's, was sollte ich als 200 Abonnenten Special machen? Ich habe keinen Plan. Ich habe mir da vielleicht so einen Livestream, wie wir bei Fabbook gemacht haben damals, falls ihr euch erinnern könnt. Wahrscheinlich war der da noch nicht auf meinem Kanal. Wenn wir da mal einen Livestream gemacht, so ungefähr 5-6 Stunden. Das Problem ist halt, dass er dann livestreamt, also dass dann alles aus seiner Sicht ist. Wenn euch das egal ist, mir ist es scheißegal. Dann wäre das, glaube ich, auch ganz witzig. Sowas können wir machen und sonst wüsste ich nicht wirklich was. Ich meine, eine Open Lobby habe ich ja vor 2-3 Tagen gemacht. Die PC Open Lobby wird auch bald kommen. Ich habe kein Call of Duty auf dem Computer. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, aber ich werde trotzdem immer 1000 Mal gefragt. Ich habe keins auf dem Computer, deswegen würden wir da wahrscheinlich irgendwas spielen. Wird, glaube ich, ja. Ich werde aber, glaube ich, trotzdem ganz in Ordnung. Ganz in ordentlich. Ganz ordentlich. Und sonst, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr einen Plan, was ich da machen könnte. Aber ich zurzeit, ich habe absolut keinen Bock gehabt. Ich habe euch mal bei Carpe Diem, Motherfucker, hat das Video geheißen, gesagt, dass ich zurzeit mir das Real Life vorgeht. Aber ich meine, ich bin jeden Tag schwimmen gegangen und trotzdem, also wenn ich dann heimkommen bin, habe ich mir gedacht, ich habe eigentlich keinen Bock, dass ich ein Video mache. Es ist wirklich ab und zu habe ich absolut keinen Bock. Und dann kommt aber mal wieder ein paar Tage scheiße viel raus und dann mal ein paar Tage wieder nichts. Ich werde jetzt wirklich mal probieren, dass ich wieder jeden Tag ein Video hochlade, weil es kann ja nicht sein, ich habe jetzt 200 Abonnenten und bin zu faul, dass ich meine Videos hochlade. Ich meine, was soll nicht? Könnte ich gar nicht vorstellen, wie viel Quantum Conundrum ich noch auf der Festplatte habe und bin zu faul, dass ich es rende. Also, ja, keine Ahnung, ab und zu geht's mir so, da habe ich einfach keinen Bock auf irgendwas und ja. Außerdem zocke ich zurzeit fast nur Battlefield 3. Vielleicht wollte man ein Spiel sehen, das sind halt, mir ist das scheißegal, dann lade ich so ein Video hoch, was eine 3-4 Stunde dauert. Ich halte nicht viel von zwei oder drei Teilern. Das ist aus drei Teile aus einem Spiel machen. Ich werde das dann wahrscheinlich als ein Video hochladen. Da hat man so eine halbe Stunde Battlefield 3 Live-Commentary oder was. Falls euch das interessiert, lasst mich das auf jeden Fall wissen, weil ich zocke einfach zurzeit kein Call of Duty fast. Ich meine, in der Open Lobby haben wir es ziemlich viel gezockt. Da habt ihr mich ziemlich abzockt, mehr oder weniger. Dem Waffenspieler gleich mal einer so richtig den Arsch versohlen und auf einmal bin ich dann Vorletzter geworden. Also, ich muss schon sagen, hat mich schon ziemlich platt gemacht. Ich hätte auch ein geiles Gameplay gehabt, das Problem ist, der verkackte Theatermodus hier vom MW3 wollte das nicht wirklich speichern, deswegen, ja, hat es nicht so gut funktioniert, kann man sich denken, ja. Und wie gesagt, ich weiß echt nicht, was ich als 200 Abonnenten Special machen soll, vielleicht habt ihr eine Idee. Ich meine, als 100 Abonnenten Special war jetzt das kleine Dragunov Live Commentary, war jetzt auch nichts Besonderes, aber keine Ahnung, mir sind die Zahlen ehrlich gesagt auch nicht so wichtig, ich glaube. Ich meine, ich freue mich schon so ein bisschen, dass ich 200 Abonnenten erreicht habe, aber zurzeit, ich weiß nicht, YouTube ist mir nicht mehr wirklich so wichtig wie früher. Aber ich probiere halt trotzdem, dass ich jetzt noch Videos raushau. Ich hoffe, dass wir bald mal wieder Black Ops Zombies hier machen mit Kronos. Falls er mal wieder Zeit hat, weil da habe ich nämlich richtig Bock drauf. Sonst fallen mir vielleicht noch ein paar andere Sachen ein. So ein bisschen andere Leute trollen oder Telefonstreicher, weiß ich was, aber das Spiel ist vorbei. Ausgangen ist es 8.500.000 Punkte. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!